Noch in der Antike war das wohlriechende Veilchen ein geschätztes Heilmittel. Dann geriet es, wie andere Heilpflanzen auch, in den Hintergrund, ja fast in Vergessenheit. Kaum jemand kennt die herausragenden Eigenschaften des wohlriechenden Veilchens. Jeder kennt einen Big Mac und seine herausragenden Eigenschaften. Also nichts gegen den Big Mac, wirklich. Tolles Lebensmittel, fantastische Nährwerte, absolut nachhaltig und gesund. Ich wünschte, ich wäre ein Big Mac. Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Timo. Ich bin Ernährungsberater und studiere Pflanzenheilkunde. Und in diesem duften Video werden wir aus einer kleinen Pflanze einen Zaubertrank herstellen. Mit großer Wirkung. Versprochen. Und diese unscheinbare kleine Pflanze hier, das Veilchen, Viola odorata, um diese wird es hauptsächlich in diesem Video gehen. Und dieser kleine Racker hier kommt mit einem Wirkspektrum um die Ecke, das wird dir komplett die Schuhe ausziehen, versprochen. Wir werden mit dieser bemerkenswert kräftigen Pflanze in Verbindung mit Weinessig ein Kräuteressig herstellen mit vielfältigen Eigenschaften. Dieser Kräuteressig kann dann unter anderem zum Beispiel bei Hautkrankheiten verwendet werden. Bei Akne, bei Milchschorf, bei Ekzemen darf man mal in der Kräuterapotheke am Start haben. Und es lindert Atemwegserkrankungen, also wirkt auswurffördernd und schleimlösend, beruhigt die Bronchien. Es lindert Schmerzen, zum Beispiel Kopfschmerzen, da kann dieser Zaubertrank angewendet werden. Es geht gegen Nervosität vor, also dieses Elixier geht gegen Nervosität vor und stärkt unser Immunsystem, also wieder vorbeugen, eine sehr, sehr wertvolle Sache. Und als Kirsche auf der Sahnetorte regt es unsere Libido an, ganz genau. Also falls dein Mann, deine Frau, dein Partner vielleicht keine Lust mehr auf eine Knusperstunde mit dir hat, einfach mal zusammen so einen Kräuteressig hier trinken. Und ja, alle Informationen zu dem Veilchen hier, zu dieser unscheinbaren, kleinen, aber kräftigen Pflanze, alle Informationen, Inhaltsstoffe, wie diese in ihrer Gesamtheit wirken, Botanik, gibt es wie immer nach dem besten Intro auf ganz YouTube. Ihr zieht euch das Intro rein und ich guck mal, wo mein Hund ist. Tofu! Wir legen los mit der Botanik und fangen mit der Tatsache an, dass das Veilchen, also das Duftveilchen, auch Märzveilchen oder wohlriechendes Veilchen genannt, dass dieses Veilchen Teppiche bildet. Es tritt also nie alleine auf. Lateinischer Name Viola odorata und wir werden uns jetzt nach und nach ranarbeiten. Und ich möchte in jedem Fall in dieser kurzen Passage des Videos die wichtigen Merkmale hervorheben, sodass ihr das richtige Veilchen, dieses hier, tatsächlich findet, um davon zu profitieren. Seid dabei, es macht super Spaß, dann letztendlich das richtige Veilchen gefunden zu haben. Das ist Pokémon suchen für Erwachsene. Genau, Sochen. Und zwar, wir kommen jetzt der Sache mal ein wenig näher. Wir haben hier mal so ein bisschen was ausgebuddelt. Und hier sehen wir Folgendes. Die Blätter sind alle grundständig. Seht ihr das? Die bilden so eine Blattrosette, so wie beim Löwenzahn. Dieses Blatt hier, ich habe keine dritte Hand frei, dieses Blatt hier ist so ein ziemlich junges Blatt und hat eine Tüte gebildet, ne, um sich zu schützen vor Ausdünstung zum Beispiel. Ist noch nicht so grob wie dieses. Die Blätter an sich, Momentchen, die Blätter an sich sind so nieren- und herzförmig und in jedem Fall immer behaart. Das Behaarte, das sieht man jetzt nicht gleich, ist auch nass jetzt gerade draußen, das sieht man nicht gleich, aber man fühlt es. Ne? Die Ränder des Blattes sind gekerbt, genau, so, haben wir mal die Unterseite, so sieht's aus, sieht man jetzt auch keine Haare, ja, wobei, da sieht man schon ein wenig, genau, Sochen. Und dann haben wir Folgendes, wir haben oberirdische Wurzelausläufer, habe ich doch gerade hier dran gehabt, genau, da, seht ihr das hier, da war kein Blatt dran, da ist tatsächlich noch ein anderes Veilchen dran gewesen. Hier, genau da. Da ist ein anderes Veilchen dran gewesen. Und das sind ja so Kriechsprossen, die die Pflanzen bilden und sich darüber vermehren. Also das Veilchen vermehrt sich über Samen, ne, die dann letztendlich aus der Blüte entstehen, und über diese oberirdischen Wurzelausläufer, wo dann am Ende dieses Triebes noch ein zweites Pflänzchen wächst. Deswegen diese Teppiche hier. Wahnsinnig wertvoll, oder? Und jetzt kommen wir zu dem Schönsten an der ganzen Geschichte. Das ist die Blüte des wohlriechenden Veilchens.
Und da haben wir Folgendes, was dieses Veilchen, das Richtige, von anderen Veilchenarten unterscheidet. Vom Hundsveilchen, vom Rauenveilchen, vom Waldveilchen. Und das ist hier hinten. Seht ihr diese, seht ihr den Kofferraum da hinten? So, seht ihr den? Das ist der Sporn. Hier, ne? An meiner Fingerspitze. Mir fehlt eine dritte Hand. So, das ist der Sporn, genau. Und der ist so ausgeprägt, 1 bis 2 cm, nur bei dem richtigen, bei Viola odorata. Genau. Die Blüten sind in jedem Fall immer dunkellila und bilden mit dem Sporn hinten eine gemeinsame Farbe. Dann haben wir die Blüten an sich, sind zygomorph. Wenn wir da so einen Spiegel vorhalten würden, so zur Hälfte, dann würde die Blume sich spiegeln und vollständig aussehen, so wie sie jetzt aussieht. Das ist dann zygomorph. Charakteristisch für das Duftveilchen ist der Duft, überraschenderweise, ist der Duft charakteristisch für das Duftveilchen, für das wohlriechende Veilchen. Und alleine über den Duft, Freunde, ein sehr eigentümlicher und intensiver Geruch, alleine über den Duft lässt sich eine Verwechslungsgefahr zu den ähnlich aussehenden Veilchenarten wie dem Hornveilchen, dem Waldveilchen oder dem Rauenveilchen ausschließen. Und wenn das nicht genügt, dann haben wir hinten noch den Kofferraum. Ne? Den seht ihr, hier den Sporn. Ganz genau die Ausstülpung nach hinten. Und so könnt ihr tatsächlich eine Verwechslung ausschließen. So sieht's aus. Und dieser Duft stammt von dem Inhaltsstoff Jonon. Und der wiederum gehört zu den Terpenen. Und Terpene wiederum stärken unser Immunsystem, wirken stimmungsaufhellend, stärken unser Herz-Kreislauf-System, übertrieben heftig, regelmäßig Waldbaden. Es gibt kleine Studien angelegt, die zeigen, dass die natürlichen Killerzellen in unserem Körper sich mehren, wenn du regelmäßig viel Zeit im Wald verbringst. Oder Waldbaden gegen Diabetes. Es ist so, so wertvoll. Alles um uns herum ist natürlich in der Lage, uns zu heilen bzw. gesund zu halten. Es ist übertrieben wertvoll. Und hier das Veilchen wieder kommt natürlich wieder von allen Seiten um die Ecke, um uns zu helfen. Du kannst es ansehen. Und es ist schön. Und schöne Dinge anzusehen, fasziniert von irgendetwas zu sein. Fasziniert ist nicht irgendwas geil finden oder guck mal, schön, toll, irgendwas zu urteilen, sondern es holt dich direkt in dem Moment. Und wenn das nicht reicht, dann riechst du dran und atmest Inhaltsstoffe ein. Also, ich bin komplett hin und weg von diesem Veilchen. Und falls du noch nicht so weit bist, dass dich das jetzt komplett aus dem Sitz reißt, dann kannst du dieses Veilchen auch einfach essen. Und es schmeckt, wie es riecht. Einfach, es schmeckt wohlriechend. Es schmeckt wirklich lecker süß. Es schmeckt wertvoll. Es hat eine Menge Energie. Also, ich bin Fan vom Duftveilchen seit der ersten Minute. Seitdem es rausgekommen ist, seitdem es auf dem Markt ist, finde ich das Duftveilchen richtig dufte. So sieht's aus. Tofu? Tofu! Wo ist der Schlawiner? Muss ich euch dann doch noch mal zeigen hier. Und zwar, achtet, so, da haben wir eine eigenständige Pflanze. Ne? Da war wohl schon jemand da und hat die Blüte gesnackt. So, und diese ist oberirdisch mit dieser Kriechsprosse, mit diesem Wurzelausläufer, mit dieser Pflanze hier verbunden. Seht ihr das? Wie geht die rüber? Also ist das nicht interessant? Ist doch mehr als interessant, oder? Das ist eine Art, wie diese Pflanze sich verbreitet und ein Grund, warum diese auch so Teppiche bildet. Ganz genau. So, dann haben wir Inhaltsstoffe bei dieser Pflanze, Saponine. Dann haben wir, achtet, nimm mal so ein Blatt hier, aber am besten von dem, was ich schon ausgebuddelt habe. Dann haben wir Schleimstoffe in der ganzen Pflanze. Und wenn ihr das Blatt nehmt und in der Hand zerreibt, dann wird es, also ihr merkt den Schleim tatsächlich. Es wird immer schleimiger. Ne? Immer schleimiger. Genau. So, das esse ich jetzt. So. Wir haben Schleimstoffe und wir haben Bitterstoffe, wir haben Flavonoide, wir haben ätherische Öle, wir haben geringe Mengen Alkaloide und zwar steckt wieder dann in den Namen drin, in den Lateinischen, und zwar das Violin enthalten, ganz genau. Und wir haben Salicylsäure,
Also die Vorstufe wird dann in unserem Körper, habe ich ja mal drüber geredet, in meinem Weidenvideo oder in meinem Schmerztee-Video, wird dann in unserem Körper umgewandelt zu Salicylsäure. Diese Vorstufe der Salicylsäure in unserer Leber. Absolut abgefahren. Tofu! Was ist der denn, der Gauner? Ach, da ist er ja. Ah, ne, ist ein Baum. Tofu! In ihrer Gesamtheit wirken diese Inhaltsstoffe dieser wunderbaren Pflanze, muss ich ja dann auch nochmal zeigen, entzündungshemmend, keimhemmend, schmerzlindernd natürlich, wie gerade erwähnt, abschwellend, sekretolytisch und auswurffördernd, natürlich schmerzlindernd aufgrund der Salicylsäure bzw. des Salicins, immunstärkend, wie so gut wie jede Pflanze, stärkt deine Libido, wie am Anfang des Videos erwähnt, neuroprotektiv und kann auch unser Gedächtnis verbessern. Ganz genau. Wir kommen zu den Anwendungsgebieten dieser wunderbaren Pflanze, zu den Indikationen. Und da sei gesagt, ihr wisst, was jetzt kommt, das Mantra auf diesem Kanal, vorbeugend konsumieren. Wenn sich dir diese Pflanze zeigt, dann kannst du ruhig mal ein paar Blüten davon naschen. Sie schmecken genauso, wie sie duften. Sehr, sehr wertvoll. Und du kannst dir auch ein paar Blüten mal sammeln, diese trocknen lassen. Habe ich ein Video zu gemacht, sammeln und trocknen von Pflanzenteilen. Also konservieren, haltbar machen von Pflanzenteilen. Und ja, warum denn nicht? Ne? Du kannst dir einen Tee davon machen oder einen Sirup. Man kann einen Blütenzucker herstellen. Ist jetzt nicht mein Ding, weil ich keinen Zucker konsumiere. Aber der Kräuteressig, den wir hier in diesem Video zusammen machen, ist schon ziemlich weit vorne. Und jetzt kommen wir mal auf den Punkt hier, Timo. Und zwar Hautkrankheiten, wie zu Anfang des Videos erzählt, Ekzeme, Akne, Nervosität, natürlich, Kopfschmerzen, ganz weit vorne, Muskel- und Gelenkschmerzen, da kannst du dir ruhig mal so einen Brei aus den Blättern und aus den Blüten herstellen, mit einem Mörser, ein bisschen, ganz kleines bisschen Wasser hinzu und dann kannst du dir Umschläge auf die betroffenen Gelenke zum Beispiel machen. Ganz genau. Dann haben wir natürlich Atemwegserkrankungen. Die Pflanze ist voller Saponine, voller Schleimstoffe, voller entzündungshemmender Flavonoide und eignet sich natürlich für Atemwegserkrankungen. Genau. Ja, und dann die erwähnte Libido-Schwäche. Generell ist die Pflanze vorbeugend konsumiert. Natürlich eine Pflanze, die unser Immunsystem stärkt und uns generell stark macht. Diese Pflanze zeigt sich jetzt, wo, ja, die Wälder oder die kleinen Gebüsche, also am Wegesrand zeigt die Pflanze sich sehr, sehr gerne, wo diese noch etwas lichter sind, also bevor das Laubdach entsteht, hat diese Pflanze hier fertig. Diese verschwindet dann wieder im, ja, würde ich sagen, im Mai spätestens verschwindet diese Pflanze wieder. Und bis dahin können wir von dieser Pflanze profitieren, alleine anschauen, ist schon sehr, sehr schön. Diese Pflanze duftet sehr, sehr herrlich. Und wenn wir dann diese Pflanze auch noch konsumieren, sehr, sehr wertvoll. Morgens sammeln. Blüten sammelt man morgens. Wer keine Lust hat, mein Video zu sehen, sammeln, trocknen, konservieren von Pflanzen. Morgens sammelt man Blüten, definitiv. Okay, das war's. Schönheit. Noch in der Antike war das wohlriechende Veilchen ein geschätztes Heilmittel. Dann geriet es, wie andere Heilpflanzen auch, in den Hintergrund, ja fast in Vergessenheit. Kaum jemand kennt die herausragenden Eigenschaften des wohlriechenden Veilchens. Jeder kennt ein Big Mac und seine herausragenden Eigenschaften. Also nichts gegen den Big Mac, wirklich tolles Lebensmittel, fantastische Nährwerte, absolut nachhaltig und gesund. Ich wünschte, ich wäre ein Big Mac. Aber eigentlich möchte jeder dieses Veilchen hier kennen. Die Leute wissen es nur nicht. Keiner möchte sich mit einem Big Mac auseinandersetzen. Ich bin fest der Meinung, dass wir bald in einer Welt leben werden, wo, und das ist der Unterschied zwischen dem Big Mac und dem wohlriechenden Veilchen, die Werbung. Irgendwann wird ganz einfach Werbung beim Fußball-Weltmeisterschafts-Endspiel in der Halbzeit wird dann Werbung für Spitzwegerich mit Veilchen gemacht. So, die ultimative Kombo bei Atemwegserkrankungen. Und am Ende tanzt dann irgendwie so eine kleine Thymianpflanze vorbei, die sich ebenfalls in den Vordergrund spielt. Versteht ihr, was ich meine? So? Diese Pflanzen hier haben keine Lobby. So. Das ist tatsächlich mein Ernst. Ich glaube wirklich, niemand hat Bock auf einen Big Mac. Und alle Lust auf ein Veilchen. Das ist mein Ernst. Ruhig mal in die Stadt gehen und fragen, hast du Bock auf ein Veilchen? Okay, nicht lustig. Ich wollte was anderes sagen. Und zwar, ich bin der festen Meinung,
dass jeder, wenn er wüsste, wenn er von den herausragenden Eigenschaften des Veilchens wüsste, dass jeder auch Lust drauf hätte, zumindest mal dran zu riechen. Wir hatten darauf keine Lust. So wertvoll. Und ich glaube auch, mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass ich die Welt auf meine Art und Weise verändere, genauso wie du die Welt auf deine Art und Weise verändern kannst. Davon bin ich mittlerweile fest überzeugt, dass wenn ich meine Hingabe und meine Liebe zur Natur lebe, einfach nur für mich, einfach nur für mich, ich teile das jetzt hier in den sozialen Netzwerken, aber wenn du deine Hingabe und deine Liebe zur Natur lebst, dann sieht dich irgendwer dabei, erwischt dich praktisch und findet genau dieselbe Liebe in sich selbst. Das habe ich schon erlebt. Das habe ich jetzt schon sehr, sehr oft erlebt. Ich denke, auch wenn ich hierüber die Informationen und meine Hingabe und Liebe transportiere, dass der ein oder andere sich dabei erwischt, wie er Bock hat, rauszugehen. Und genau darum geht's. Genau darum geht's. Einfach sein Leben und sein Ding zu machen, diese Liebe und dieses Einklang, im Einklang mit der Natur zu leben. Hand in Hand mit der Natur, mit Mutter Natur. Und das vorzuleben, das ist die unspektakuläre Natürlichkeit der Veränderung. So nenne ich das jetzt mal. Die unspektakuläre Natürlichkeit der Veränderung. Du wirst dabei erwischt von irgendwem, der sieht dich, wie viel Freude du daran hast, was du ausstrahlst und wie gesund du bist, wie auf Zack du bist. Und du holst denjenigen ins Boot, ohne zu fragen, ob der Bock hat mitzurudern. Sondern nimm einfach mit. Nimm einfach mit und du machst die Arbeit für zwei. Ist aber nicht schlimm, weil du profitierst ja davon. Ist wieder meine Art, die Dinge zu erklären. Es ist aber so, ein gesundes, also ein geistig und körperliches, gesundes Leben im Einklang mit der Natur führt immer zu Frieden, zu Freude, zu Fülle. Genau das ist es. Höre ich mich schon an wie so ein Sektenführer? Oder fehlt noch der schwarze Anzug? Also auf jeden Fall ist es wirklich mein Ernst. Wir können die Welt verändern. Wir sind schon dabei. Auch wenn du nur dieses Video schaust, verändert sich was in dir. Du denkst dir, was für ein Vollidiot. Was erzählt dir da? Und schon verändert sich was in dir. Oder du denkst dir aber, irgendwas ist da dran. Habe ich Bock drauf? Hat mich abgeholt? Ich gehe raus und suche mir so ein Duftfeilchen. Das ist eine Energie. Es gibt nichts Nachhaltigeres, als sein Leben dem zu widmen. Wenn du heute anfängst, musst du dir mal vorstellen, wenn du heute anfängst, jede Woche eine Pflanze zu lernen, dann hast du, wie viele Wochen hat das Jahr? Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, welchen Tag wir haben. So, dann hast du 50, 60 Pflanzen, hast du im Jahr am Start. Also wertvoller geht's nicht. Ich fühle das, während ich das spreche. Genau. Ja. Sochen, Freunde, jetzt folgt hier der praktische Teil und zwar in der Nähe der Pflanze. Habe ich einfach Lust drauf, den Kräuteressig, den heilenden, wohltuenden, lindernden Kräuteressig hier herzustellen in der Nähe der Pflanze. Und dabei sei gesagt, wir nutzen nur die Blüten und ich werde hier eine Handvoll sammeln. Das reicht tatsächlich, also die Nährstoffdichte in den Blüten ist schon zu sehen an der Farbe. Und dafür sammeln wir eine Handvoll Blüten und übergießen diese in einer Flasche. Die ist aus meiner Knoblauch-Zitronen-Kur, ne? Wer dabei war. So, und diese übergießen wir dann, die Blüten, mit Rotweinessig. Ganz genau, am besten in Bio-Format, unerhitzt. So sieht's aus. Und das machen wir jetzt mal. Ich fange mal an und sammle mal eine Handvoll Blüten. Bitte nicht mehr als ein Drittel des Bestandes absammeln, denn ja, die Insekten möchten auch noch was von den Blüten haben und die Pflanze möchte sich ja auch noch fortpflanzen über die Blüte. Dafür ist die Blüte ja da. Deswegen nicht mehr als ein Drittel sammeln. Wenn es nach mir geht, macht natürlich, worauf ihr Lust habt. Aber bin mir sicher, dass ihr da meiner Meinung seid. Jetzt sammle ich erstmal eine Handvoll Blüten. Ich wäre soweit. Das ist die Handvoll Blüten, die ich gesammelt habe. Und bevor wir diese in die Flasche füllen, ganz, ganz wichtig, Schritt 1, nochmal dran riechen. Absolut Hammer. Abgefahren. Auch mal riechen. Das ist wirklich super toller Duft. So, dann füllen wir die Blüten in die Flasche. Soweit, so gut. Das ist die Handvoll in dieser riesigen Flasche. Und diese Handvoll Blüten sieht nicht so viel aus. Die Nährstoffdichte in Blüten sehr, sehr hoch. Und diese Handvoll Blüten werden wir jetzt mit 500 bis 750 Milliliter
Rotweinessig übergießen. Mache ich so, dass ihr seht, was hier so geht. Ne, da kann ich ruhig aus dem Vollen schöpfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe die ganze Flasche reingegossen. 0,5. Und jetzt machen wir den Deckel, das falsche Deckel. Und jetzt machen wir den Deckel wieder drauf. Zack. Und dann wird diese Flasche verschlossen an einem hellen Ort gestellt. Vielleicht aufs Fensterbrett und darf auch ruhig in der Sonne stehen. Kannst auch ruhig wieder gerne länger ziehen lassen, aber Minimum 2 Wochen. Mach dir keine Sorgen, ob du Blüten am Wegesrand gesammelt hast, nach 2 Wochen in der Sonne im Essig. Da überlebt gar nichts, bis auf das, was dir gut tut. So sieht's aus. Und anwenden kannst du dieses Elixier wie folgt. Also bei Hautkrankheiten einfach die Stellen, die du behandeln möchtest, ein bisschen betupfen. Ne? Die einfach ein Tuch nehmen und das benetzen mit dieser wertvollen Flüssigkeit und dann die Hautstellen bearbeiten. Du kannst bei Kopfschmerzen ein Pinneken davon trinken, bei Nervosität ebenfalls. Und wenn du deinem Immunsystem was Gutes tun möchtest, wenn du vorbeugend von dieser Mixtur profitieren möchtest, dann einfach gerne morgens auf nüchternen Magen ein Pinneken dieses Zaubertranks genießen. So werde ich es machen. Super wertvoll, super schöne Sache. Zum Abschluss dieses Videos habe ich natürlich wieder was mitgebracht. Und zwar, ich verschenke wieder etwas. Ja, ich habe gleich Zeit für dich. Ja, bleib mal ruhig. Will immer spielen, der Kleine. Ich habe wieder was zu verschenken. Und zwar in diesem Video, das mache ich wirklich kurz, diese beiden Sachen nehme ich tatsächlich, also das hier nehme ich von Oktober bis Mai, das ist Vitamin D. Dazu habe ich ein langes, langweiliges Video gemacht, warum Vitamin D in den Monaten von Oktober bis Mai tatsächlich wichtig ist und solltest du dir gönnen für eine optimale Gesundheit. Um die Sachen mal so wertvoll wie möglich zu verpacken in dieser kurzen Zeit, alle deine Zellen in deinem Körper haben Vitamin D-Rezeptoren. Und das, was uns empfohlen wird, an Vitamin D zu nehmen, das sage ich dir jetzt einfach nur so aus meinem lustigen Rad heraus, ist so viel, als ob du im Sommer nur den Arm aus dem Fenster beim Autofahren hältst. Für 10 Minuten, versteht sich. Und du solltest eigentlich so viel nehmen, als ob du Verdeck runter und nackt in dem Auto sitzt, im Hochsommer, stundenlang an den Schaufenstern vorbeifährst in der Stadt. Genau. So viel solltest du nehmen, meiner Meinung nach. Genau. So, und dann haben wir noch Q10. Teil der Atmungskette, dementsprechend gibt es die Energie, ist das Nahrungsergänzungsmittel, was ich mitunter am meisten gemerkt habe. Zudem starker Radikalpuffer, nimmt im Alter ab, 25, 30 Jahre alt, dann nimmt der Q10-Spiegel in deinem Körper ab. So sieht's aus. Ja, pufferfreie Radikale, habe ich glaube ich schon gesagt. Und deswegen Platz 1 und 2 der Nahrungsergänzungsmittel für mich, auf Platz 3 ist dann Mikroalgenöl. So sieht's aus. Und wenn du in der Stadt lebst und in unseren Breitengraden, dann solltest du dich in der Art und Weise um deine Gesundheit kümmern, so gut es geht, wenn du Bock drauf hast. Ja, meiner Meinung nach essentiell. Wenn du am Strand lebst und keinen Stress hast, musst du so gut wie keine Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Da kommen wir dann drauf zu sprechen, wenn ich so langsam durch die Welt reise. So sieht's aus. Und ja, zu dir komme ich gleich. Und wenn du das gewinnen möchtest, dann heute in die Kommentare Dufte. Kreativ? Wir nehmen Dufte. Genau, dann kannst du die Sachen gewinnen. Ich suche mir wieder jemanden raus, hat bisher wunderbar geklappt. Und dann verschenke ich diese beiden Sachen, werden direkt zu dir nach Hause geschickt. So sieht's aus. Und für die Leute, die Bock haben, alle meine täglichen Nahrungsergänzungsmittel sind unter dem Video verlinkt. Und mit dem Code TIMO spart für einen Bus bekommst du Minimum 10% auf deine Bestellung. Genau, so sieht's aus. So. Und jetzt kommen wir zu dir. Ja, du freust dich schon, ne? Du freust dich schon. In diesem Sinne, Freunde, ess die Lebensmittel, für die keine Werbung gemacht wird. Lass mir ganz gerne meinen Lohn da, den Daumen nach oben. Und ich widme mich jetzt hier dem Tofu. Genau. Ja, willst du den Stock haben, ne? Du willst den Stock haben? Ja, pass auf. Der falsche Stock, oder? Das ist der falsche Stock. Sochen, Freunde, wir befinden uns jetzt wirklich in den letzten Zügen. Ich mache so langsam die Socken scharf, also mich abfahrbereit. Und für die Menschen, die in der Hoffnung dran geblieben sind, noch irgendetwas zu lernen, da kommt nichts mehr.
Also so wirklich überhaupt gar nichts. Außer eine Pointe, die wird jetzt so richtig zünden. Also die wird euch komplett vom Hocker hauen, das kann ich euch sagen. Ich habe keinen Hund, der Tofu heißt. Mein Hund heißt Tempe. Ja? Nicht mal ein bisschen? Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, spielen wir ein bisschen Musik ein. Stopp! Schöllkraut. Hier habe ich mein Schöllkraut-Video gedreht und dieses Kraut, dazu habe ich ein neues Video geplant, in Verbindung mit einer Sehschwäche. Also mein breit gefächertes Agentenkräuternetzwerk hat seine Fühler weit ausgestreckt und mir eine Information über dieses Kraut herüberwachsen lassen. Verstehst du? Rüberwachsen wie die Natur und so. Ich sag ja, ein Kracher nach dem nächsten. So, und zwar, dass dieses Kraut hilft bei Sehschwäche. Und wie? Das seht ihr in der nächsten Folge. In der nächsten sicherlich nicht. Aber da werde ich ein Video zu machen. Das ist der absolute Hammer. Und jetzt können wir wieder ein bisschen Musik einspielen. Dann werde ich langsam auf euch zulaufen. Nochmal winken. Und mich übertrieben auf das nächste Video freuen. Ganz genau. Ja.